Hallo Leute und willkommen zu Clash Royale. So, heute wird einiges passieren. Zum einen, ihr seht's unten rechts, ich habe gestern Abend eine Magical Chest gefunden. Wer mir auf Instagram und Twitter folgt, kriegt natürlich immer solche wichtigen News direkt brandheiß, auch wenn ich da was rausziehe aus einer Free Chest oder sowas, die halt nicht im Video geöffnet wird, dann poste ich das immer auf Instagram und Twitter. Da heiße ich überall Mr. Angezockt für alle, die neu dabei sind. Aber es soll jetzt keine Eigenwerbesendung werden, sondern wir haben heute einiges zu berichten. Also, ich werde den Sendeplan erstmal ein bisschen anpassen. Clash Royale ist momentan eins meiner wirklich liebsten Spiele mit den höchsten Hochs und den tiefsten Tiefs. Ich war gestern bei 1380 irgendwann runtergefallen. Im Stream habt ihr ja gesehen, hatte ich so eine losing Streak, so gewaltig, weil ich nicht konzentriert war. Gestern Abend habe ich mich dann bis 1661 wieder hochgespielt, da war ich dann zufrieden. Also darum, ich habe jetzt wieder ein passendes Deck für mich gefunden und werde dann hoffentlich auch weiter nach oben kommen. Wobei die Pokale mir so in erster Linie gar nicht so sehr wichtig sind. Ich werde so ein paar Sachen jetzt mit den Videos machen, nämlich es wird einmal in der Woche ein Besuchsvideo geben. Wenn ihr besucht werden wollt, schreibt es erstmal unter das jeweils aktuelle Video. Da wird es aber, wenn das viel werden sollte, eine andere Lösung geben. Aber erstmal können wir das so machen. Da schaue ich gerne mal bei euch rein, Arena-Stände, welche was euer liebstes oder öftest eingesetztes Monster ist, wie euer Deck aktuell ist und so weiter. Dann wird es ein Strategievideo die Woche geben, mindestens mal eins, in dem ich auf Einheiten oder Einheitenkombinationen Teams eingehe. Und dann wird es eins geben, auch das hängt wieder dann von euch ab, wo ich gern eure Decks spiele. Also aber in meinem Account logischerweise. Das heißt, ihr schickt mir Deckvorschläge und ich spiele die einfach so, wie sie sind und wir gucken, wie wir damit zurechtkommen. Also das heißt, minimal 3 Videos sind sicher und 2 legen wir nochmal on top, wo ich Gameplay mache. Also mein Gameplay wird es immer geben und ich werde nicht, ich gucke so immer so, was die anderen so ein bisschen machen, ich werde nicht von Replays zeigen. Höchstens, es war ein richtig geiles Match, dann werde ich das durchaus mal zeigen. Aber ich finde das Live-Spielen 10-mal spannender, weil ich könnte euch jetzt hier 10 Videos in Folge zeigen, wo ich gewonnen habe. Nicht hier, sondern da. Victory, Victory, Victory. Hier war ich 2-mal defeated. Victory, 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 Draw, defeated, Victory, Victory. Klar könnte ich alle Victories raussuchen. Und dann wäre es jetzt auch nicht... Ah, wobei, das eine würde ich euch tatsächlich gerne mal zeigen. Das können wir nebenbei laufen lassen, wenn ich das hier unten gerade sehe. Ich hatte angefangen... Draw, defeated... Ich weiß nicht, ob es das ist. Ah, ist nicht mehr available. Ich hatte so ein reines Hüttendeck. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht zu spielen, aber naja, gut. Aber so Sachen werde ich durchaus mal auch in Videos zeigen und sonst wird es immer Live-Spiele geben. Bei Live-Spielen ist es so, wenn ich quatsche oder im Stream nebenbei Chat lese, dann werde ich oft verlieren. Das heißt, ihr werdet nie mein bestes Gameplay sehen und das ist halt so. Man spielt und ist abgelenkt und verliert und man gewinnt mal und darum, ich zeige euch alles. Das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Darum, schickt mir gern Deckvorschläge. Nehmt da aber bitte, wenn ihr sowas per Twitter oder sonst was schickt, einfach Raute Mr. A-Team, Raute Deckvorschlag. Dann kann ich das ganz einfach filtern. Auch Besuchswünsche könnten wir über Twitter machen mit Raute Mr. A-Team, Raute Besuch oder sowas. Für die Besuche müssen wir uns noch eine Idee einfallen lassen. Auch Deckvorschläge könnt ihr natürlich unter das Video schreiben, dass ich mal spielen soll. Aber irgendwie werde ich da noch eine Lösung finden, die besser ist. Jetzt haben wir gequatscht, ohne überhaupt irgendwelchen Content zu machen. Wir gucken uns noch das neueste Update an. Kam heute, gerade vor einer halben Stunde oder Stunde oder sowas mittlerweile. Und endlich sind die nervigen Expo-Decks genervt. Und einfach die Range um 1 gesetzt, dass sie nicht mehr beschützt von irgendeinem Tower oder sonst was einen Tower von euch kaputt machen können. Und das heißt, da werden viele Leute jetzt gar nicht mehr wissen, was sie spielen. Tesla Hitspeed Decreased, also sie macht jetzt
in... Also sie ist jetzt langsamer und lebt nur noch 40 Sekunden. Auch die Tesla wurde gewaltig genervt. Auch die Canon wurde genervt. Der Prinz macht weniger Schaden. Der Ice Wizard wurde mit dem Schaden erhöht. Puh, das ist schon heftig. Ich hatte gestern zwei Matches gegen Ice Wizard. Die sind schon assi. Charge Speed decreased beim Prinz. Ach nee, die Prinzess hat, wurde Hitpoint decreased. Der Prinz, der Charge Speed. Das heißt, wenn er anstürmt, da ist einfach ein bisschen langsamer, dass man schneller ein Monster setzen kann. Dark Prince habe ich noch nicht. Speed decreased, aber auch langsamer. Valkyrie increased bei 10%. Okay. Royal Giant auch höherer Damage. Giant auch höherer Damage. Rage gives 40% Movement Attack Speed Boost from 35 Duration decreased bei 20%. Also mehr Schaden, weniger Dauer. Poison, weniger Damage. Mirror, Legendary Cards mirrored ein Level lower. Okay. Der Three Musketeers Cost decreased to 9. Okay. Archers, Quick Initial Attack like Spear Goblins, also sie brauchen nicht mehr so lange, bis sie losschießen können. Balloon Hit Points Increased, also er macht noch mehr Schaden. Witch Damage Increased, auch mehr Schaden. Find Out Why, kann man sich angucken, aber ist jetzt nicht in-game. Also viele neue Änderungen. Wir machen die Free Chest auf. 48. 6 Teslas, die jetzt schlechter sind. Ein Giant. Puh, und jetzt atmen wir durch. 530 Gold ist schon mal gut, ist am oberen Ende. 6 mal Zepp. 7 Minions. 19 Speergoblins, schön. 21 Skelette. 6 Riesen. 8 Schweinereiter. Und jetzt kommen 2 epische. Was hätte ich gerne? Die Karte, die decreased wurde. Okay. Schade. Ich hätte mir mehr Magier gewünscht. Aber okay. Man kann nicht alles haben aus einer Magical Chest. Wenn wir mal hier draufklicken. Also 69 Karten, 13 Rare, 2 Epics. Schade. Müssen wir wieder auf die nächste warten. Und wie gesagt, das hier ist jetzt mein Deck, das ich gestern Abend dann gespielt habe. Ich habe auch... Habe ich das noch? Also das ist das Hüttendeck, was ich gespielt habe. Es macht Spaß. Ich hatte mal statt der Rakete dann die Bombe drin. Auch hier statt dem Skelettgebäude mal die Skelett... die einfachen Skelette, genau. Auch statt den Bogenschützen hatte ich mal die Musketiere drin. Das geht alles. So macht Spaß. Es ist halt nicht teuer. Also die beiden Gebäude heben halt die Kosten nach oben. Also die beiden Karten, aber sonst ist es Spaß, sich zu spielen. Das ist das, was ich jetzt spiele. Und hier habe ich ein bisschen Frost- und Wutzauber getestet. Einfach, um was sagen zu können. Jetzt sind fast 10 Minuten um. Darum machen wir mal ein ganz schnelles Match. Good luck. Juhu. So, mein liebste Starthand für das Deck ist Giant Skelett Musketier. Ich warte, bis er was spielt. Okay. Die packe ich da ganz vorne hin. Der Extractor ist jetzt nicht so... Lauf noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Also hat sich's gelohnt. Gebäude hat leider kein Damage gekriegt. Der Prinz. Ich bin gespannt, ob man es merkt überhaupt, dass er langsamer charged. Okay, ein bisschen Damage kriegen wir raus. Das war zu spät, mein Feuerball. Den hätte ich mir auch sparen können, aber okay. Komm,
Tower beschützt ein bisschen was. Hey. Talk weiter. Okay, ich verliere meinen Tower. Hui, 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 hui. Aber ist noch nicht aller Abend. Wir haben noch eine Minute Zeit, um... Was machen wir jetzt? Die Frage. Also hier... Komm, schneller vor... Oh, kacke, ey. Also irgendwie bin ich heute zu lahm. Okay. Ich weiß nicht, den Extractor hat er nicht so drauf zu spielen, muss ich jetzt mal sagen. Jetzt habe ich hier keine Karten ready. Also die Runde sieht nicht gut aus. So, okay. Interessantes Placement, aber die Zeit ist rum. Die Skelettarmee fuckt mich da total ab. Aber, ja. Gut. Also hier hat einfach sein Deck mich geschlagen. Ich habe keinen Pfeilhagel drin, dafür habe ich den Feuerball drin. Lass mich überlegen, warum ich den Feuerball drin habe. Wahrscheinlich, um gegen so Gebäudespammer zu gehen. Wo ist denn mein Pfeil? Die Frage, was kommt öfters dran? Das hängt so immer ein bisschen vom Pokalstand ab, was da rankommt. Hat gestern so gut funktioniert, also lass zeigen, dass das Deck funktioniert. Du bist ein Gebäudespammer oder ein Tesla-Setzer? Musketier. Okay, ich habe auch, mein Musketier kommt. Hier gehen wir drauf. Okay, hier werde ich einfach mal... Okay, Gebäude ist besser. Level 5 nur. Boom. Komm, wir machen gleich mal... Hey! Oh nein, ein Ballon. Ja, okay. Der macht jetzt diesmal mehr Damage. Stirb. Ich möchte mein Tower... Ja, ich weiß, die Skelette setzt man nicht gegen einen Drachen, aber ich möchte mir einfach Zeit kaufen. Und manchmal finde ich das eine kluge Entscheidung. Ich möchte nicht sagen, dass sowas immer die Musterlösung ist, aber dafür hat mein Tower überlebt, obwohl ich keine Luftabwehr hatte. Ah, den Feuerball hatte ich aber, glaube ich, genau wegen sowas dabei, um hier dann... Weil ich dann nicht mehr durchgekommen bin. So, komm. Ja, gleich kriegen wir Doppelmana. Ich meine, er setzt jetzt drüben Truppen... Mit seinem Ballon. Ich hole mir jetzt erstmal hier drüben den Tower. Okay. Oder auch nicht. Oh, mein Tower ist aber down. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Dass der so hart down ist. Okay, das haben wir wohl auch verloren, ne? 12 Sekunden haben wir hier nichts mehr reißen können. Also selbst wenn der Schweinereiter da dick und gemütlich durchkommen wird.
Schade. Ich bin gar nicht unkonzentriert. Das war auch wieder zurecht verloren. Ich wollte eigentlich heute wieder auf die 1800 gehen. Apropos, wichtige Info, die ich total vergessen habe. Ich hatte ja gesagt, ich stream jeden Tag der Woche. Heute bin ich nicht da. Heute Abend wird aber ein Turnier sein zwischen Robbes Clan und dem Mr. Angezockt Clan. Robbes streamt von 19 bis 20 Uhr. Ich werde dann da dabei sein. Ich kann nur noch nicht sagen, ob ich wirklich es schaffe, um 19 Uhr da zu sein, weil ich ja heute arbeiten gehen darf in meinem Urlaub. Bin ich herzlich dazu gebeten worden, ob ich nicht meinen langweiligen Urlaub unterbrechen möchte, um arbeiten zu gehen. Aber das ist schon okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr dabei seid. Level 8 Barbaren, schaut ihr es an. Baller ein bisschen auf die Witch. Und dann können wir nämlich hier direkt mit Skelett pushen. Ich nehme noch mal ein paar... Oh, ein Packer. Der hält aber auch viel aus. Ja, das ist die dritte Niederlage in Folge. Das könnte ich nicht akzeptieren. Okay. Wir haben es hier geschafft. Hawk Rider kommt. Er hat natürlich jetzt so ein... Ah, Minions. Auch Level 8. Die Minions. Wut hält nicht mehr so lang, hatten wir gesagt. Okay, schauen wir mal. Smile wrecked you. Nehmen wir mal einen Prinz mit, dass wir nochmal pushen. Ich wollte es ohne schaffen, aber so, doppelt Elixier. Oh, guck mal, den Tower haben wir tatsächlich härter angeschlagen. Level 5 mag ja meine Fresse, hat der dicke Einheiten dabei. Jetzt kommt er mit seinem Packer. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob ich... Eigentlich hätte ich lieber gepusht. Schade, die Bogenschützen sind nicht im Tower drin. Der Pekka stirbt. Ja, war ein guter Angriff, ne? Meine Fresse. Dritte Mal in Folge auf die Fresse gekriegt. Übrigens halt mal seinen Prinz auf, aber hier kann ich nichts mehr machen, außer nett und freundlich well played zu sagen. Wobei der ein bisschen von meinen Einheiten auch über mir war, muss man schon sagen. Ich will nicht jammern, aber ich will noch eine Runde gewinnen, darum... Schon wieder unter 1600, aber ich glaube an das Deck. Vielleicht gibt es verschiedene Decks, zu denen man zu verschiedenen Uhrzeiten spielen muss. So, komm, Mariul, es wäre echt nett, wenn du mich gewinnen lässt. Einfach nur für mich, dass ich zufrieden aus dem Spiel gehen kann. Busy Damage gemacht. Okay, jetzt entscheiden wir uns um. Das war ein bisschen schlecht umentschieden. Okay, wir... So. Mann, ich
Ich habe gestern so gut verteidigt und jetzt gerade echt so schlecht. Aber gut, das ist halt so. Okay, jetzt sieht aber wenigstens mein Tower ganz gut aus. Bisschen Riesenbremsen. Ich habe keinen. Ich hoffe, er hat keinen Pfeilhagel. Okay, das ist schön für uns, was da jetzt passiert. So schön dann doch nicht. Wir sparen und sparen und sparen. Das ist mein größtes Problem. Ich bin sehr ungeduldig. Okay, er wartet auch ab. Okay, er konnte auch nicht mehr lange warten. Ich setze den Prinz hinterher, dann hoffe ich eigentlich, dass der Tower da drüben fällt. Hier legen wir die Speergoblins und hoffen, dass die Tesla... Ups. Okay. ...52 Sekunden müssen wir noch aushalten. Darum... Manchmal ist Angriff... ...die beste Verteidigung. Ich nehme jetzt mal an, dass er da... Er will es hier richtig wissen. Jetzt kommt noch ein Schweinereiter dazu. Okay, Schweinereiter abgelenkt. Meine Fresse. So, gut verteidigt. Jetzt bin ich mal, bei dem Spiel kann ich sogar stolz auf mich sein. Weil die letzte Verteidigung war recht gut. So, wir haben nochmal, juhu, eine Silver Chest gewonnen. Und das war's für heute. Denkt heute Abend ans Turnier, seid dabei. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns dann sehen. Macht's gut, Leute.